Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, wir haben in der letzten Folge angefangen, hier in Maldor die Wohngebiete so ein bisschen abzuklappern, durchzulooten. Und wir haben in der letzten Folge so geiles Loot gefunden. Wir haben unter anderem, haltet euch fest, einen Katana gefunden. Holy shit. Und hier in dieser Hütte, die verbarrikadiert war, haben wir hier einfach mal mega viel Essen gefunden. Und eine zweite Machete, die wir hier gleich mitnehmen. Also wir haben echt geiles Zeug gefunden. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einfach direkt weiter. Einen Beil haben wir auch gefunden und eine Axt auch. Die steckt da an einem Zombie. Also wir haben wirklich mega viel Glück gerade. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal so... Ach, die Machete? Ja, bitte einmal mitnehmen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, Mensch. So, ansonsten gibt es hier leider nichts, was wir mitnehmen. Also was heißt leider? Wir haben diese Hütte hier noch nicht gänzlich durchsucht. Wir nehmen nochmal eine Dose Bohnen mit. Weißt du was? Wir nehmen ein bisschen mehr Essen mit, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe. Ja, wobei, wir werden noch sehr, sehr viele Wohngebäude durchklappern. Deswegen glaube ich, sollte das erstmal ausreichen. Wir gucken, was es hier noch in der Hütte gibt. Wir haben hier noch nicht alles durchgelootet. Wir lassen mal auf jeden Fall erstmal unseren Baseballschläger ausgerüstet. Vielleicht können wir uns hier einmal komplett waschen. Na, oder auch nicht. Trinken, befüllen, Wasserflasche einmal auf jeden Fall befüllen. Die ist eigentlich noch relativ voll, aber ja, man macht das ja trotzdem immer mal. Okay, ansonsten ist hier ja nicht wirklich was. Von hier sind wir reingekommen. Oh, hier wäre eine DI-Pistole. 44er Magnum Magazin nehmen wir auf jeden Fall mit, plus die Patronen. Das wäre sogar für die DI-Pistole geeignet. Nehmen wir mal aber erstmal nicht mit. Hier kommen wir nicht rein. Okay, ansonsten ist hier nichts Besonderes drin. Hier kommen wir nicht raus, weil hier verbarrikadiert ist. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder von hier aus. Was ich so ein bisschen überlegt habe, vielleicht einfach mal wieder zurückzugehen, um mein ganzes Zeugs im Transporter zu verstauen. Obwohl wir noch nicht so weit gekommen sind, weil wir halt jetzt schon recht schwer beladen sind. Das ist ein bisschen problematisch. Ich würde sagen, wir gucken noch einmal hier ein, zwei Häuser durch. Ich will mal ganz kurz schauen, wo wir überhaupt sind. Wir sind hier unten. Genau, hier oben ist unsere Fabrik. Wir gehen noch einmal ganz kurz nach unten, erledigen die Zombies hier. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht können wir auch, dadurch, dass wir ja unsere oder eine zweite Machete gefunden haben, können wir ja eigentlich die jetzt verbrauchen, damit die kaputt geht. So, hier ist nichts. Dann gehen wir einfach mal in diese Hütte hier. Oder wir kappen ein Auto, falls wir eins finden. Wäre auch eine Option, da brauchen wir nicht zu Fuß zurückzulatschen. Je nachdem, wie weit wir entfernt sind. Okay, hier kommen wir nicht durch, das heißt, wir gehen auf jeden Fall mal hier lang. Entfernen erstmal das zerbrochene Glas. Wir haben, ich merke gerade, wir haben gar keine Handschuhe an. Weiß nicht, ob das so gut ist. Ahornsirup nehmen wir auf jeden Fall mit. Margarine nehmen wir mit. Das sind so die Sachen, mit denen man kochen kann. Sojasauce auch. Orangenlimo gleich mal trinken. Und die Gewürzgurken essen wir auch mal direkt. So. Was haben wir hier? Blatt Papier. Das ist ein Badezimmer. Nichts Besonderes drin. Badehose, Flipflops. Boxershorts, Trainingsjacke, Walkie-Talkie. Ja, nichts, was wir jetzt unbedingt mitnehmen müssten. Deswegen, hier sind noch ein paar interessante Bücher vielleicht. Elektronikband, Schneidereiband, Tischlereiband 3 haben wir schon gelesen. Das heißt, wir gehen mal weiter. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir zu dieser Tür hier unten? Die sieht relativ modern und cool aus. Gucken, ob wir hier was Interessantes finden. Also die Frage ist natürlich, ich sage mal, was Interessantes finden. Ich glaube, wir haben wirklich schon alles gefunden, was man finden kann, gefühlt. Natürlich kann man immer mehr finden und vielleicht noch andere Sachen, aber ich glaube, das meiste, was auch wirklich einen Nutzen hat, haben wir, glaube ich, schon gefunden, ne? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Junge, einmal komplett verhauen gerade. Oh mein Gott. Verpiss dich. Ich muss mich verbandagieren. Oh Mann, ey, war das eng. Okay. Wir wollen gekratzt und bluten. Einmal bitte Bandage anbringen. Alter, was für ein Glück, dass wir hier wieder nicht gestorben sind.
Mann, ey. Oder irgendwie infiziert worden sind. Oh Mann, ey. Ich bin manchmal echt komplett... Oh, wir können hier sogar was ernten. Wie geil ist das denn? Was denn? Kann man diese Vogelscheuche eigentlich mitnehmen? Glaube nicht. Wir können hier aber ernten. Was ist denn das alles? Tomaten? Okay. Vielleicht können wir das alles... Und so... Das ist eigentlich auch eine coole Idee, hier so alles mit Zaun zu versehen, ne? Bringt zwar nicht viel, weil die Zombies da trotzdem rüberkommen, aber... Warum nicht? Hier sind Kartoffeln. Komm, wir ernten mal die Kartoffeln. Warum nicht? Samen tragen. Wir kriegen sogar Samen dazu. Wie geil ist das denn? Ja, sind ziemlich schwer. Kartoffeln sind schwer. Hier sind Tomaten. Ansonsten Karotten. Brauchen wir nicht. Müssen mal ein bisschen zusehen, dass wir hier die Gegend abklären. Wir sind sehr, sehr schwer beladen. Ne? Das ist nicht so geil. Vielleicht sollte man ein bisschen was in unser Rucksack packen. Die frischen Kartoffeln. Wie geil ist das denn? Kartoffeln haben wir tatsächlich noch nicht gehabt. Da hatten wir auch keine Samen, glaube ich, für. Oder schon, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jetzt haben wir aber auch Saatgut da, das ist sehr gut. Katana haben wir angebracht. Kartoffeln packen wir mal in den Rucksack. Damit wir ein bisschen Gewichtreduktion betreiben. So, was haben wir hier? Benzinkanister, Kelle, Schraubenzieher, Lötkolben. Ja, sowas wie Lötkolben und sowas, ne? Sollte ich vielleicht mal öfters mitnehmen. Mache ich halt auch viel zu selten. Hier ist eine kleine Horde. Um die sollte ich mich vielleicht direkt mal kümmern. Bevor es mehr werden. Das geht echt fix mit der Machete. Holy shit. Sehr gut. Okay. Dann gehen wir einfach mal weiter runter. Machen wir es mal. Können nicht mehr allzu viel mitschleppen. Aber vielleicht ein, zwei Häuser gehen noch. Wieso gehe ich denn hier die Büsche entlang? Meine Güte, bin ich schlau. Ach so, das ist gar kein... Ah, doch, hier ist das Haus. Das ist hier ein Gartenhäuschen. Holzstuhl, jawohl. Benzinkanisterkabel. Okay, wir gehen in die Hütte rein. Da kommt das Ehepärchen. Wunderbar. Boxershorts, T-Shirt, nichts Interessantes dabei. Und dann... Hier könnte es cooles Zeug geben. Dose mit Chili, Kondensmilch nehmen wir mal wieder mit. Milch haben wir, glaube ich, allgemein ziemlich wenig. Deswegen eine Schaufel. Ja, klar. Wer hat nicht eine Schaufel in der Küchentheke? Dose mit Sardinen, Tomatenmark können wir mitnehmen. Ansonsten sollten wir vielleicht erstmal Zombies hier erledigen. Und dieses Haus ist auch verbarrikadiert. Schaut euch das mal an. Vielleicht finden wir hier auch ein paar geile Sachen. Feinstellenband 3 habe ich, glaube ich, noch nicht... Wir können jetzt auch leider nichts mehr in den Rucksack packen. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt mit dem Gewicht und natürlich auch vor den Zombies. Feinstellenband 3 würde ich gerne mitnehmen. Und dann mal gucken, was wir oben so finden. Natürlich müssen wir aufpassen. Auf Zombies. Also hier hat sich auf jeden Fall jemand niedergelassen. Schaut euch das mal an. Hier sind die Fenster verschlossen, ist verbarrikadiert alles. Hier ist ein Waffenkoffer, okay. Da ist aber nur eine Magnum drin, wenn ich das richtig sehe. Die bringt mir jetzt nicht viel. Es hat den Antidepressiva, ja, das nehme ich mit. Alkoholtupfer auch. Bourbon, keine Ahnung, was das bringt. Ach, das ist, glaube ich, was zum Trinken, ne? Das macht uns glücklich. Ich glaube, das ist Alkohol, wir nehmen das mit. Schmerztabletten haben wir. Oh, was haben wir hier? Kugelsichere Weste. Jo, wie geil ist das denn? Riverside Rangers Baseball Helm. Ich glaube, eine kugelsichere Weste haben wir aber schon, oder? Ja, jo, haben wir tatsächlich schon. Okay. Deswegen brauchen wir das jetzt erstmal nicht. Also diese verbarrikadierten Häuser sind wirklich genial, ne? Die sind echt gut. Da gibt es viel gutes Zeug. Hier jetzt nicht. Vielleicht können wir hier auch irgendwie eine Nacht schlafen. Es ist, ja, 14 Uhr. Bitte nicht runterspringen. Oh Mann, ey. Der Dude, ey, der Dude, der macht mich noch fertig. So, Lagerraum. Erste-Hilfe-Kasten, Koffer. Okay, hier im Koffer ist aber... Sieht aus wie ein Stift, ne? Könnte ein Stift sein, eine Leine. Okay, die Leine nehmen wir mal mit. Militärstiefel, Taschenlampe und Erste-Hilfe-Koffer. Was haben wir hier drin? Nur ein Pflaster.
Ja, wir sind wirklich schwer beladen, weil wir halt auch nichts mehr verstauen können, wirklich im Rucksack. Deswegen sollte ich vielleicht ja irgendwas wegpacken. Vielleicht können wir die Orangenlimo einfach mal wieder trinken. Bringt jetzt wahrscheinlich nicht so viel, ne? Aber ja, besser als gar nichts. Okay, also diese Hütte müssen wir uns auf jeden Fall merken. Hat uns aber auf jeden Fall gesättigt, die Limonade. So, wir rüsten mal unsere Machete erstmal wieder aus. Und dann kümmern wir uns mal um die Zombies. Ja, ich würde sagen, nur noch einmal dieses Haus und dann machen wir uns wieder auf den Weg zurück zum Transporter und verstauen unsere ganzen Sachen, weil schaut mal, wir sind wirklich schwer beladen. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Ich weiß nicht, ob die Eingangstür aufgeht. Nein, geht sie nicht. Deswegen müssen wir wieder in den Weg durchs Fenster gehen. Und hier sind wir wieder. Ah, okay, das ist sehr blutig. Hier müssen wir öfters die Bandage wechseln. Mensch, das hat ja schon ewig nicht mehr. So, Hausschlüssel. Bleichmittel ist leer. Okay. Ansonsten gucken wir mal, ob wir hier was Interessantes finden. Essen haben wir auf jeden Fall genug. Vielleicht können wir ja hier einfach mal einmal eine Dose mit diesem gepökelten Rindfleisch essen, damit wir gut gesättigt sind. Und Thunfisch auch einmal direkt. So, leere Blechdosen weg. Dann sind wir gut gesättigt und können ein bisschen schwerer schleppen. Wochenmann 3, Kfz, Nahrungssuche, haben wir. Ja, eventuell Tischlereiband würde uns noch fehlen. Aber das haben wir bislang nicht gefunden. Wir haben aber ja noch eine Bücherei bei uns in Rosewood. Autohandbuch für Sportmodelle haben wir bereits gelesen. Metallbearbeitung haben wir bereits gelesen. Fachzeitschrift für Elektronik haben wir auch gelesen. Metallbearbeitung. Silencer, ja, ein Silencer. Wie geil ist das denn? Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist nämlich ein Schalldämpfer, sogar ein guter Schalldämpfer. Ganz kurz gucken. Gewicht. Können wir den eigentlich an diese Knarre ranbringen? Es fehlt natürlich ein Schraubendreher. Hier ist nochmal ein Sleeping Bag, ein Seil, Hammer. Wenn wir jetzt einen Schraubendreher hier finden, wäre das natürlich ziemlich cool. Baseballschläge, E-Gitarre, Umhängetasche, Wanderrucksack. Okay. Nichts Interessantes erstmal hier. Aber wir haben, glaube ich, schon wirklich gutes Zeug gefunden. Ich wüsste jetzt nicht, was wir noch brauchen. Zwingt. Seife nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Toilettenpapier braucht man nicht in der Apokalypse. Weißt du was? Wir waschen uns hier einmal komplett. Und die ganzen Klamotten auch einmal. Wunderbar. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ja, Schraubendreher haben wir aktuell nicht. Deswegen können wir den Silencer hier nicht anbringen. Aber wenn wir wieder zurück in unserer Fabrik sind, da können wir auf jeden Fall den Silencer anbringen. Da oben sind sehr, sehr viele Zombies, die sich gesammelt haben. Deswegen sollte ich da vielleicht so einen kleinen Bogen drum machen. Dann sollte es auch relativ spät sein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, es sind ziemlich viele hier. Vielleicht sollte ich die erstmal erledigen. Wird irgendwas stecken. Das könnte sogar ein Schraubendreher sein, was sie da stecken hat. Nee, ein Buttermesser. Fast. Vielleicht ist aber hier noch ein Schraubendreher. Lötkolben, ja, tatsächlich. Nehmen wir mit. Und dann will ich mal gucken, ob wir den Silencer anbringen können. Das ist natürlich sehr, sehr unsortiert alles gerade. Am Revolver können wir, glaube ich, den Silencer nicht anbringen, ne? Silencer, mal gucken, wenn wir den hier platzieren. Also im Inventar nochmal. Fallen lassen. Revolver. Waffenupgrade. Doch, wir können tatsächlich am Revolver einen Silencer anbringen. Mal kurz gucken. Reichweite, Zustand, Schaden. Kann hier am Revolver platziert werden. Machen wir einfach mal fix, oder? Waffenupgrade, Silencer. Ist halt die Frage, wie leise ist es? Es hat jetzt einen Silencer. Das heißt, es sollte eigentlich relativ leise sein.
Ich will es aber ehrlich gesagt nicht riskieren. Deswegen will ich nur einen Notfall machen. Okay, sie sind sehr, sehr schwer beladen. Wir sollten jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Den Schraubenzieher. Wir können halt auch wirklich nichts im Rucksack lassen. Und wir sind müde. Jetzt könnte es eng werden. Jetzt könnte es kritisch werden, wenn wir nicht schnellstens zurück zur Base kommen oder zum Schutzaußenposten, so nenne ich es mal. Ich höre sehr, sehr viele Wölfe. Schade, dass es hier wirklich noch keine Tiere gibt. Das würde das Spiel noch ungemein anders gestalten, sage ich mal, dass man nochmal andere Gefahren hat. Weil aktuell hat man ja wirklich nur, ja, ich sag mal, das Wetter und die Zombies als Gefahr. Erstmal eine Dose mit Bohnen. So, hier ist die Fabrik schon. Und da klopfen schon einige an. Wie kommen die denn da hin, Mann? Oh Mann, ey. Das ist nicht so geil. Und wir sind echt außer Atem auch. Das ist nicht so geil. Haben wir nicht schon einen aufgemacht? Alles. Ich hoffe, die Bohnen stärken mich ein bisschen. Ja. Na los. Alter, es ist echt schwer geworden, jetzt zu kämpfen. Also, wenn ich gut fit bin, dann ist es alles kein Problem. Aber sobald ich müde bin, schwer beladen bin, kaputt bin, dann wird es echt kritisch. Wir sollten jetzt wirklich so viel wie möglich in Transporter packen. Und ich sehe gerade, der Katana ist gar nicht mehr in so gutem Zustand. Den sollten wir, bevor wir den nutzen, vielleicht erstmal reparieren, ne? Mit Klebeband und so weiter. Weil ich möchte, dass der so lange wie möglich hält. Das wäre das Ziel. So, dann, also, fangen wir mal an. Machete, Gabel, Beil, Axt, alles rüber. Es passt nicht mehr alles rein, verdammte Scheiße. Magnum kann rein. Schmerzmittel, erstmal die schweren Sachen, ne? Ja, okay, wir kriegen eh nicht, wir kriegen eh nichts mehr verstaut, deswegen würde ich sagen, machen wir hier Kofferraum zu. Oder vielleicht kriegen wir hier noch irgendwie zumindest die Seife rein. Nein, wir kriegen gar nichts mehr verstaut. Da, das ist nicht so geil. Aber unsere Machete ist ja eh bald kaputt, deswegen sollte das kein Problem sein. Dann ist die auch bald weg. Ist auch immerhin fast ein Kilo Gewicht. So, wir sind müde, schläfrig und schwer beladen. Wenn wir aber gut erholt sind und satt sind, dann sollte das ja kein Problem mehr sein. Ich würde an der Stelle aber sagen, ich gehe wieder zurück in die Fabrik. Mal gucken, was ich noch mache. Diesmal schlafe ich aber nicht hier, weil ich mich dann wieder unwohl fühle. Diesmal schlafe ich oben. Vielleicht sogar auf dem Dach oder halt vorm Dach, je nachdem, wie kühl es ist, weil es morgens ja immer sehr, sehr kühl ist. Überlege ich mir noch. Ich sage, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ja, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao!